Kollege Detlef Pilger. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident vom E-Sport-Verband, in der heutigen Nacht oder am frühen Morgen, je nachdem, wie man es sieht, beschäftigt uns die Frage, wie viel Sport steckt im E-Sport. Im Koalitionsvertrag ist die Absichtserklärung formuliert, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Verbands- und Vereinsrecht anzuerkennen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat dazu jetzt klar Stellung bezogen. Der Dachverband unterscheidet zwischen Sportsimulationen und den E-Games mit Strategie- und Actionspielen. Ob nun der DOSB die Gameszene akzeptiert oder nicht, die junge Bewegung hat sich längst zu einem Massenphänomen entwickelt. In Deutschland gibt es laut Schätzungen 4 Millionen Gamer, nochmals 10 Millionen Menschen interessieren sich extrem dafür. E-Sport-Veranstaltungen füllen längst große Hallen. Auf großen Leinwänden wird das Spielgeschehen übertragen. Dass der DOSB unterscheidet zwischen Sportsimulation und Strategie- und Taktikspielen, ist zwar nachvollziehbar, aber aus der Sicht des virtuellen Sports eher altbacken und rückwärtsgewandt. Andere Länder sind da viel weiter, lautet der Vorwurf. Ich glaube, der E-Sport braucht den herkömmlichen Sport nicht wirklich. Auch nicht die Aufnahme ins olympische Programm, die den Gamern ebenfalls noch verwehrt wird. Die Übertragungen finden bereits im Internet statt. Fernsehen und Radio wird nicht benötigt. Und Sponsoren gibt es en masse. E-Sport wird auch weiter stetig wachsen, ob nun durch Vereine betreut oder eben nicht. Die Frage muss lauten, braucht der organisierte Vereinssport den Wachstumsmarkt E-Sport, um so zumindest den Kontakt zu diesen Kindern und Jugendlichen nicht ganz zu verlieren. Damit junge Gamer innerhalb fester Strukturen begleitet, durch verantwortungsbewusste Vereinsmitglieder in ihrem Sport ausüben zu lernen beginnen, sollte die Akzeptanz und Räume geschaffen werden, damit ein Teil einer neuen Jugendkulturbewegung nicht vollkommen abgehangen wird. Mir stellt sich die Frage, ist der Sport mit unser Land bereit, sich auf neue Entwicklungen einzulassen und zu fördern, um möglichst vielen Menschen in unser gesamtgesellschaftliches System einzubinden? Hierbei spielt der Sport insgesamt eine wichtige Rolle. Das Nein des DOSB darf die Tür für den E-Sport nicht gänzlich verschließen und die Verantwortlichen sollten ihre Entscheidungen nochmals überdenken. Die diesjährige Game-Messe in Köln war so gut besucht wie noch nie. Zigtausende junge Leute interessierten sich und begeisterten sich für die neuen Trends und sind aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Also, ob nun als Sportart offiziell anerkannt oder ob nicht, das Massenphänomen E-Sport wird sich nicht aufhalten lassen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen eine gute Nacht. Noch nicht, Herr Kollege, denn jetzt hat das Wort die Kollegin Britta Dassler.